grüß euch, servus, herzlich willkommen zum Fußball-Kindergarten, wie immer montags um 16 Uhr. Heute macht der Chris bei uns mit. Ich bin der Markus, mich kennt ihr ja schon von letzter Woche. Ja, kurz zu unseren Programmen wieder. Immer montags, wie gesagt, Fußball-Kindergarten um 16 Uhr, dienstags unser Fördertraining, mittwochs Torwarttraining, Donnerstag wieder Fußball-Kindergarten und Freitag noch einmal ein Fördertraining, immer um 16 Uhr. Okay? Gut, ich würde sagen, wir starten. Heutiges Thema ist Obst. Okay? Wir fangen auch gleich an mit dem Material. Such dir mal ein bisschen was zusammen. Und zwar eine Mütze oder ein Käppi ist ein Obstkorb. Wir brauchen wieder für später unsere drei Handtücher. Wir haben hier so Leinmarker, Trainerleinmarker. Und wir brauchen natürlich Obst. Okay, ich habe jetzt hier Hütchen genommen. Du kannst alles nehmen. Also du brauchst auf jeden Fall 8 mal Obst. Okay, Klopapierrollen, Stifte, Flaschen, was du zu Hause hast. Okay, du kannst auch wirkliches Obst nehmen, aber Vorsicht bitte, nicht drauf treten. Wie gesagt, 8 verschiedene Obstsachen, was auch immer du benutzen willst. Gut, fangen wir mit dem Aufbau an. Wir müssen immer auf den Abstand achten natürlich. Ich verteile jetzt mal, die brauchen wir nicht. Und ein Ball natürlich. Ball. Ich verteile jetzt mal unser Obst. Wir fangen mal mit 6 Obst an. Okay? Jetzt fangen wir mit 4. 2 Bananen. 2 Kiwi. Ich habe leider keine grünen. So, schmeiß die einfach so ein bisschen, so 1-2 Meter auseinander, ja, in deinem Zimmer rum. Okay? Das restliche Obst lege ich mal zur Seite noch. Und der Obstkorb. So. Ich mache es jetzt einmal ganz kurz vor, okay? Du darfst es dann gleich machen. Du darfst heute gegen den Chris antreten, ein kurzes Aufwärmspiel. Heißt einfach Obst sammeln, okay? Obst liegt hier rum, auf dem Feld, am Boden, unter den Bäumen. Obst müssen wir aufklauben und in den Obstkorb, okay? So. Also, auf Kommando. Gehst du jetzt erstmal zu deinem Korb, der ist ja noch leer. Okay. Ja. Auf Kommando hopp, sammelst du das Obst ein. Das machst du jetzt wie folgt. Du dribbelst zum ersten Obst hin. Ich dribbel jetzt zum Beispiel zu Kiwi hin. Halt den Ball kurz an. Nimm die Kiwi auf. Schieß den Ball in das Tor. Okay. Halt den Ball wieder auf. Leg mein Obst ab. Okay? Alles klar. Das ist, glaube ich, nicht so schwer. So, danach natürlich, du hast noch 2 Bananen, du hast noch mit Kiwi übrig. Wer als erstes fertig ist, du oder der Trainer? Okay, wer das Ganze schnell macht. Es geht erst mit 4 Obst los. So, machen wir ein paar. Machen wir so. Ja. Pflaume. Und eine Erdbeere. Moment, ich schau mal, dass ich auf Abstand wieder gehe. Sieht man mich so richtig in die Ecke. So. Gut, bist du bereit zu Hause? Auf die Plätze. Fertig. Los. Alles mit dem Fuß. Mach ruhig ein bisschen schneller. Wir sind ja keine Babys. Komm, ein bisschen schneller, Chris. Jawohl, Ball ins Tor. Obst ablegen. Die Blaubeere haben wir schon mal. Weiter. Die Kiwi, sehr schön. Rein damit. Schneller. Jawohl. Super. Gib Gas zu Hause. Die Banane noch. Rein damit. Ablegen. Na, so. Super. Fertig. Jetzt haben wir's. Obstkorb ist voll. Alle 4 gesammelt. Die Frage ist, warst du schneller als der Chris? Du kriegst auf jeden Fall noch ein paar Chancen. Das war schon richtig schnell. Ich glaube, du kannst noch schneller. Bin mir fast sicher. Aber du hast so lange Haxen. Geht schon auch. Das ist schwer, gell? Ja. So. Nimm dein Obst. Oder Mama nimmt es, Papa nimmt es, wer auch immer. Schmeiß ihn im Raum wieder um. Okay. Das Obst fliegt von den Bäumen. Wir machen es ein bisschen schwerer. Wir haben
zwei Blaubeeren. Und eine Erdbeere. Ja. Kriegen wir hin, oder? Eine Erdbeere. So. Wild im Zimmer verteilt. So machen wir es. Bereit? Ja. Auf die Plätze. Wer ist schneller? Fertig. Und los! Schnell, 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 schnell. Erst die Banane, okay. Rein. Genau. Niemals das Schießen vergessen. Umdrehen. Jawohl, die Kiwi. Rein damit. Ball stoppen. Sehr schön. Erste Erdbeere. Genau. An dem Ort, wo du das Obst aufklaubst, von da schießt du den Ball ins Tor. Ja. Zwei haben wir noch. Eine Pflaume, eine Erdbeere. Rein damit. Gut. Richtig schnell. Auf geht's, letztes Obst, letztes Obst. Gut. Super, fertig. War wieder sehr, sehr schnell, der Chris. Ich würde sagen, zwei Chancen. Packst du es noch? Ja, ja, klar. Locker. Zwei Chancen hast du noch, den Chris zu schlagen. Wenn du ihn eh schon geschlagen hast, dann versuch's einfach noch schneller. Okay, dann machst du ihn jetzt richtig platt. Gut. Tja, wir erschweren das Ganze ein bisschen. Ich schmeiß das Obst wieder rüber auf die Gegend. Jawohl. Zack. 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 Bitte, wenn du echtes Obst nimmst, nicht werfen. Die Banane noch. Habe ich vorher gesagt, 8 Obst oder 6? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Ich glaube, ich habe 8 gesagt. Okay, habe ich gesagt. Gut. Zweite Banane. So, von jeder Frucht 2. Gut, jetzt kommt eine kleine Regel dazu. Oh. Lass mich mal schnell vormachen. Jawohl. Also, der Anfang bleibt gleich. Du dribbelst zum Obst hin, okay? Berührst das Obst mit dem Ball. Okay. Okay? Passt? Du lässt den Ball jetzt einmal durch deine Füße rollen und versuchst dann ins Tor zu schießen und das Obst abzulegen. Okay? Okay. Ich mach's nochmal schnell vor. Also. So. So schnell du kannst. Zum Obst hin. Obst berühren. Am besten mit dem Fuß auf den Ball. Okay, so hast du die meiste Kontrolle. Sammeln. Was kommt jetzt? Weißt du es noch? Hinterziehen. Hinterziehen. Fuß abstellen, durch die Füße rollen lassen. Und dann. Schießen. Okay, ablegen. Passt, oder? Jawohl. So, du kriegst den Ball. Mach dich bereit zu Hause. Geh zum Obstkorb. Genau, Obstkorb ist leer. Und das Ganze beginnt von vorn. Auf die Plätze. Fertig. Los. Nummer 1, Kiwi. Immer nur ein Obst. Genau richtig. Ball durch die Füße rollen lassen. Den Ball berühren, das Obst. Sehr gut. Fuß auf den Ball. Rollen lassen, Fuß abstellen und schießen. Lass ihn nicht zu fest rollen, sonst sind wir zu weit vom Tor. So, ein Stückchen, sodass du sofort schießen kannst. Super. Du bist wieder richtig schnell unterwegs. Ganz stark. Erdbeere. Bananen haben wir schon. Jawohl. Ablegen. So. Sehr stark. Noch 3, komm. Blaubeere. Und Pflaume. Sehr schön. Die letzten 2. Rolle lassen, Fuß abstellen, schießen. Der Chris benutzt auch beide Füße. Das machst du wunderbar. Gut. Stopp. Eine Runde machen wir noch. Es wird noch ein bisschen schwerer. Jetzt pass auf. Ich schmeiß das Obst wieder um. Alle 8.
Obst, Obststücke. Zack, zack. Ein bisschen näher. Letzte Runde. Schwacher Fuß, okay? Der Hinweg darf noch mit dem starken Fuß sein, okay? Mach, wie du das, wie du es am besten kannst, wie du am schnellsten bist. Ich bin am schnellsten mit meinem starken Fuß und beim rechten. Ich dribbel zum Obst hin, das ist völlig okay. Anhalten, schwacher Fuß, okay? Rollen, schwacher Fuß. Schießen, schwacher Fuß. Wenn der Ball jetzt ein bisschen neben das Tor rollt, okay, oder am Rande des Zimmers, dann darfst du noch einen zusätzlichen Kontakt machen. So, ich bringe ihn mir in die Bahn wieder und schieße ihn jetzt mit links rein. Ich habe was vergessen. Ein Obst. Ja. Also ich mache es nochmal mit Obst diesmal. Gut, ich schnapp mir die Erdbeere, starker Fuß, schwacher Fuß anhalten, Obst aufsammeln, schwacher Fuß, okay. Schwacher Fuß. Obst ablegen und weiter geht's. Okay? Jawohl. Gut. Passt. Letzte Runde. Mach dich bereit zu Hause. Auf die Plätze. Fertig. Los! Das entscheidet sich für die Banane. Der Chris ist Linksfuß, heißt, ihr macht jetzt alles mit dem schwächeren Rechten. Gut, Rolle mit dem Schwachen, Schießen mit dem Schwachen. Dribbeln mit dem Starken, das ist okay. Schwach, schwach, jawohl. Rechten, genau. Schwacher Fuß rollen. Super. Noch vier Stück, zwei Erdbeeren, eine Kiwi, eine Blaubeere. Pflaume. Jawohl. Noch drei. Gib Gas zu Hause. Schnell, 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 du schaffst es. Den packst du locker, den Chris. So schnell ist er nicht. Locker packst du. Ja. Gut, Chris. Der macht es auch super. Noch zwei. Schnell, 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 schnell. Ja. Letztes. Rolle lassen. Jetzt ist er drin. Super. Obst ablegen im Korb. Fertig. Perfekt. Aufwärmen beendet. Erstes Spiel beendet. Hat Spaß gemacht? Jawohl. Super. Super. Obst können wir raus. Den Korb brauchen wir erstmal nicht mehr. Wir gehen kurz was trinken. Kleine Pause. Und dann sehen wir uns zum Aufbau der nächsten Übung wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Nächste Übung. Obst haben wir jetzt vom Feld, unter Baum, wo auch immer, eingesammelt. Oder vom Sträuchern. Erdbeeren hat man auch dabei. Ja. Du brauchst jetzt, wie gesagt, die drei Handtücher. Okay, wieder zusammenlegen, wie die letzten Wochen auch schon. Ich habe hier natürlich solche Trainer-Line-Marker. Das ist ein bisschen einfacher, wenn du ein Handtuch hast. Ich mache es nochmal vor. Also nimm vielleicht so Hände-Handtücher, schlag sie ein, einschlagen, einschlagen, einschlagen und dann müsstest du ungefähr die Form bekommen. Du brauchst noch eine kleine Zeitschrift. Okay, ich habe hier unser Magazin von 2017, unsere eigene Zeitung von MFS und unser Obst natürlich wieder. Okay, so. Die drei Handtücher legst du jetzt. Ja, der Start ist neben dem Tor, okay? Neben dem Tor ist der Start. So, erstes Handtuch, das ist ein Regal, okay?
Okay? Im Supermarkt. Erstes Regal, zweites Regal, drittes Regal. So. Das Obst legst du jetzt so ein bisschen weg vom Regal, okay? Dass der Fuß noch dazwischen passt. So. Wieso sage ich es eigentlich dir? Ich muss es dir sagen. nehmen wir noch die Blaubeeren, die Erdbeeren. So müsste der Fuß reinkommen. Kiwis brauchen wir nicht. Dann. Ein Waschbecken. So, wir tun jetzt so, als ob wir das Obst in die Regale im Supermarkt einräumen. Heißt, zwei Bananen, zweimal musst du quasi eine Einräumbewegung machen. Das geht so, du fängst zu laufen an, neben dem Regal. Und jetzt nimmst du den rechten Fuß bitte, erste Banane zurück, bisschen vor. Weiterlaufen, zweite Banane und so weiter. Erste Blaubeere, zweite Blaubeere. Erste Banane, zweite Banane. Okay? Ja. Ball plumpsen lassen. Wir gehen zum Händewaschen. Draufdrücken. Okay? Der darf ruhig anhalten, der Ball. Das ist okay. Wir sagen auch totstoppen. Wir gehen ins Waschbecken rein. Nimm deinen Lieblingsfuß. Ich nehme den rechten. Das ist mein Lieblingsfuß. Hände waschen, okay, Ball wieder durchrollen lassen, Fuß abstellen und mit dem linken Fuß ist Pflicht, egal wie du gerollt hast, du schießt bitte mit dem linken Fuß den Ball ins Tor, okay, mach's nochmal schnell, also Hände waschen, nimm ruhig deinen Lieblingsfuß, weißt du was, wir nehmen alle den rechten Fuß, wir nehmen alle den rechten Fuß zum Händewaschen, okay, Hände waschen mit rechts, schießen mit, Chris? Links. Links, so machen wir. Das finde ich besser. Ja. Okay? Also wir fangen ganz, ganz leicht an. Noch kein Ziel im Tor. Du darfst einfach mal ein paar Tore schießen, Obst einräumen. So. So. Neben dem Regal anfangen zu laufen. Einfach auf Zehenspitzen und zweimal einräumen. Jawohl, ein bisschen vor. Zweite Banane. Gut. Und zum nächsten Regal. Blaubeere 1. Blaubeere 2, Erdbeere 1, Erdbeere 2, plumpsen lassen, totstoppen, super, rechter Fuß wäscht, Hände waschen rechts, genau, und abstellen, schießen mit links, links, sehr gut, ja. Das Ganze dreimal, sehr schön. So sauber wie möglich auf Zehenspitzen. Es muss noch nicht schnell sein. Die Erdbeeren noch. Erste, zweite. Fuß auf den Ball. Totstoppen. Genau, mit rechts. Jetzt hast du es. Hände waschen. Zack. Und Ball ins Tor. Eine Runde machen wir noch. Machen wir es so sauber wie möglich. Zehenspitzen und Banane 1. Banane 2. Blaubeere oder Pflaume. Erdbeere oder Himbeere. Drücken. Ziehen, abstellen. Und Linksschuss. Gut. Haben wir dreimal schon, gell? Ja, jawohl, ja. Haben wir gemacht. So. Das war jetzt ein bisschen babisch noch. Okay? Ich bin mir sicher, du kannst die Regale auch schneller einräumen. Und zwar, fang mal an zu laufen. Jetzt immer, wenn du ein Obst eingeräumt hast, okay, machst du auf der anderen Seite 1, 2, 3, okay, Obst. 1, 2, 3, Obst. 1, 2, 3, Obst. Links, rechts, links, Obst. Links, rechts, links, Obst. Okay? Okay. Du darfst es auch mal in Zeitlupe machen. Ja.
fangen wir rein. Ich habe gesagt, zum Laufen anfangen, lass mal weg, wir machen es gleich im Gehen, ist besser. So, und jetzt fangen wir mit dem linken Fuß an. Links, rechts, links, Obst. Links, rechts, links, Obst. Links, rechts, links, Obst. Links, rechts, links, Obst. Link, großer Schritt, genau. Obst, links, rechts, links, Zehenspitzen, Obst. Das bleibt gleich, bitte. Drücken. Jawohl. Ziehen, abstellen, bumm. Schießen mit ein bisschen fester schon. Jawohl, wir schießen alle mit links. So, du hast jetzt schon gesehen, ich darf es jetzt gleich ein bisschen schneller machen. Danke. Wenn du gerade beim Obst holen bist, also du hast den rechten Fuß beim Obst, dann ist der linke ein bisschen in der Luft, okay? 1, 2, 3, Obst in der Luft, okay? Jetzt muss ich einen großen Schritt machen, 1, 2, du hast es völlig richtig gemacht, 3, Obst. Das ist nur eine kleine Hilfestellung, 1, 2, 3, Obst, okay? Dankeschön. Wir machen wieder 3. Jetzt ein bisschen schneller. So schnell du kannst. Da auf Zehenspitzen, schau mal, ich muss auf jeden Fall sauber sein. So, fangen wir Obst an. 1, 2, 3, Obst. 1, 2, 3, Obst. 1, 2, 3, Obst, Fuß in die Luft. 3, Obst, kurz warten, genau. 3, Obst, super. Davon machen wir jetzt 3. Sehr gut. Du darfst bei jeder Runde ein bisschen schneller werden. Obst, 1, 2, 3. Obst, links, rechts. Jetzt helfst du nochmal. Gerne, klar. Jetzt. Obst, links, rechts, links. Obst, links, rechts, links. Obst, links, rechts, links. Obst, links, rechts, links. Drücke mit rechts. Ziehen mit rechts. Sehr schön. Einmal noch. Obst, genau. Immer mit Obst anfangen. So kommst du gleich in den Rhythmus rein. Obst, 1, 2, 3. Obst, links, rechts, links. Obst, links, rechts, links. Drücken. Sehr schön. Gut. Passt. Super. Jetzt bauen wir ein bisschen um. Wir müssen, schau mal, die Regale auf die andere Seite vom Tor machen. Hilfst du mir schnell? Ja, natürlich. Die Zeitschrift auch ein bisschen rüber. So, mit darüber. Ich nehme mal das Obst mit. Die drei Regale wieder. Schauen wir, dass man uns sieht, oder so. So. Ja, ein bisschen noch, das kriegen wir hin. Wir werden schon nicht wegschießen, das Obst. So. Die Erdbeeren an. Die stehen aber sehr schief, deine Regale. Eieieiei. So, machst du das? Ich wäre noch ein Kindergartenkind. Ich kann noch keine Regale aufbauen. Okay. Ich hab's vergessen. Entschuldigung. So, zwei Pflaumen noch. Okay. Ich mach's wieder einmal vor. So, drei Runden. Wir fangen jetzt gleich mit der etwas schwereren Variante an. Okay? Heißt, fangen mit Obst an. Obst wird eingeräumt mit links. Okay? Links. 1, 2, 3. Links. Rechts. Links. Rechts. Okay? Links. Zehenspitzen, Zehenspitzen, Zehenspitzen. Links. Zehenspitzen, Zehenspitzen, Zehenspitzen. Links. Zehenspitzen, Zehenspitzen. Okay? Okay. Plumpsen lassen wieder. Mit, weißt du es? Links. Mit links waschen, Hände waschen mit links, okay? So, richtig rein ins Waschbecken. Links rollen, links abstellen. Schuss mit? Rechts. Rechts, okay? So, das habe ich jetzt vorher vergessen. Wo ist denn die Käppi? Nimm mal deine Käppi wieder. Wir simulieren jetzt ein bisschen ein Torwart, okay? Leg die Käppi einfach in die Mitte. Und du versuchst, an dem Torwart vorbeizuschießen. Okay? In die Ecken. Da haben wir ein kleines Ziel. Aber. Gut.
Zehenspitzen und mit dem Obst am Anfang. 1, 2, 3. Obst, 1, 2, 3. Obst, rechts, links, rechts. Obst, links, rechts. Obst, rechts, links, rechts. Obst, das schaut richtig gut schön aus. Drücken. Gut. Jetzt auch schon mit dem linken Fuß gedrückt, das ist völlig okay. Drücken darfst du mit dem starken Fuß. Ja. Links, 1, 2, 3. Links, 1, 2, 3. Obst, 1, 2, 3. Obst, rechts, links, rechts. Obst. Jawohl. Starker Fuß drücken. Habe ich, glaube ich, vorher gar nicht zugesagt. Nimm den starken Fuß, nur waschen müssen wir. Jawohl, rein da. Sehr gut. Und ab in die Ecke. Vorsicht, vorwärts. Sehr gut. Links, 1, 2, 3, links, rechts, links, rechts, links, ohne Fehler, ganz stark, starker Fuß. Beim Waschen kannst du den Fuß dann ruhig kurz abstellen, vor dem Waschen, genau, jetzt hat alles mit links, abstellen und in die Ecke. Oh. Dafür kannst du nichts, war der Pfosten, ja, das war der Pfosten, war am Pfosten, das kann passieren. Hat ihm nicht wehgetan. Sehr schön. Letzte Runde. Starker Fuß. Waschen. Links. Schießen. Rechts. Ganz stark. So. Powerrunde. Kinder gegen Trainer. Ja, du bist echt. Ja, das müsste ich machen. Du bist ja auch ein Kind. Gegen das andere Kind. Okay, Kind gegen das große Kind. So, du versuchst es jetzt so schnell wie möglich. Okay? Heißt, fang an zu laufen, der Obstarm bleibt links, okay? Erdbeere, Erdbeere, Banane, Banane, Blaubeere, Blaubeere, okay? Starker Fuß drücken, links, Schuss mit rechts in die Ecke, Tor Nummer 1, okay? Okay. Tor brauchen wir jetzt für den Wettkampf nicht, es muss nur, es geht um Schnelligkeit. So, dann bauen wir nachher wieder auf. Gut. Drei Runden, Wettkampf, Kinder gegen Chris. Auf die Plätze, fertig, los, so schnell du kannst. Gut. 2, 3, zack, 2, 3. So ist super. Ist richtig schnell und trotzdem sauber. Links und rechts. Gut, Tor Nummer 1, gib Gas zu Hause, gib Gas zu Hause, du hast ihn gleich. Banane, Blaubeere, 2, 3, Blaubeere, 2, 3, sehr schön. Drücken, starker Fuß ins Waschbecken, schnell, 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 müssen wir, müssen waschen. Hände waschen, jawohl. Rein. Nummer 2. Letzte Runde. So schnell du kannst. Obst, 1, 2, 3, Obst, 1, 2, 3, Obst, 1, 2, 3, nicht jummeln, Obst, 1, 2, 3. Jawohl, starker Fuß, waschen, zack. Pass, fertig. Jawohl. Gut. Sehr schnelle Zeit, sehr stark. Wenn du ihn geschlagen hast, schreib es einfach kurz in die Kommentare. Wahrscheinlich locker. Ja. Die lahme Ente. Gut. Wir können zusammenbauen. Kleine Pause nochmal. Hilf mir ruhig. Ja. Machen wir dann nur auf dem Abstand. Genau. Gut, wir gehen schnell was trinken. Bis gleich. Dann sehen wir uns zur letzten Übung. Zurück, Trinkpause vorbei. Mein Obst habe ich hier.
Wir starten heute wieder neben dem Tor, okay? So, wir müssen hier ein bisschen Platz haben, so. Gut. Wir fangen mit Blaubeere an. Okay, gehen weiter zur Banane. Erdbeere und die Kiwis. Schau, dass die Kiwi, also die Pflaume fängt näher zum Tor etwas an und die, das nächste Obst, die Banane, ist an der Wand. Kiwi wieder etwas näher zum Tor, dass wir so einen Zickzack haben. Okay, und nee, die Erdbeere, Entschuldigung, die Erdbeere und die Kiwi wieder fast ganz an die Wand stellen. So. Wir haben unser Waschbecken. Okay. Gut. Nach dem Supermarkt kommt das Obst natürlich zu uns nach Hause. Okay. Was machen wir mit dem Obst dann? Einräumen. Aufräumen. Nö. Gleich jetzt. Wir hauen es zusammen. Danke. Okay. Wir hauen das ganze Obst zusammen. Vier reichen. Die anderen vier sind für die Geschwister oder für Mama oder Papa. So, es geht wieder ganz leicht los. Wir verspeisen unser Obst so ein bisschen wie beim Aufwärmen. Okay? Heißt, du gehst hier mit der Blaubeere linker Fuß. Also der Fuß, das Bein ist näher an dem Obst ist, das verspeist ist. Okay? Okay. Also, essen, so, das reicht schon. Einmal anhalten, berühren. Wir gehen etwas zurück wieder zu unseren Füßen, dass wir wieder den Ball bei unseren beiden Füßen haben. Gehen eins weiter, okay? Banane. Zurückziehen, Ball in die Körpermitte, sagt dazu, oder zwischen meine Füße ziehen, okay? Zack, dass ich danach weitergehe, okay? Wie du das machst, ist mir egal. Zieh einfach immer nur zurück zu deinen beiden Füßen. So, letztes Obst, wir verspeisen noch die Kiwi. Welcher Fuß, Chris? Rechter Fuß. Rechter Fuß, der näher dran ist an der Kiwi, ist Ball zurück zu beiden Füßen. So. Wir gehen wieder in unser Waschbecken nach dem Essen. Wir haben ein bisschen rumgesaut, unsere Hände sind dreckig. Nach dem Essen, eigentlich müssten wir vor dem Essen auch noch putzen, gell? Ja, gut. Haben wir ja gemacht gerade in der Pause. Ja, na gut. So, wir waschen uns die Hände nach dem Essen auch nochmal. Es geht jetzt ein bisschen anders, okay? Wir fangen mal an mit dem linken Fuß. Mit dem linken Fuß wieder. Linker Fuß auf den Ball, okay? Jetzt rollst du den Ball zum rechten Fuß und ziehst den rechten Fuß weg, so dass er nicht berührt. Schau mal, wenn du ihn stehen lässt, berührt ihn der rechte Fuß. Das wollen wir nicht. Also ziehst du den Ball und dann ziehst du schnell noch deinen rechten Fuß weg. Gesehen? Ja. Okay? Wir sagen dazu für die Größeren auch, das ist die Sohlenwende, okay? Das wird nachher mal der Trick, Sohlenwende. So, ich mache es nochmal langsam vor. Also, linker Fuß anhalten, waschen. Wir ziehen ihn zum rechten Fuß und im letzten Moment ziehen wir dann den rechten Fuß schnell weg und wir schießen mit dem rechten. Easy, oder? Ja. Jetzt haben wir leider nicht so viel Platz zum Schießen, macht nichts. Wenn du ihn ein bisschen weiter schauen machst, kannst du die Zeitschrift auch so schräg machen, machen wir so. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz auf Zeitschrift, ein bisschen schräger, das Waschbecken. Waschbecken. Wir ziehen den Ball raus. Da wo du stehst, ungefähr hin, so rechter Fuß weg. Und jetzt halt haben wir ein bisschen mehr Platz zu schießen. Okay? Okay. Machen wir mit Torwart schon, oder? Ja. Machen wir erstmal einen kleinen dünnen Torwart, bevor der Dicke kommt. Ey. So. Also, es geht mit der Pflaume los. Linker Fuß ist. Und zu beiden Füßen zurückziehen. Jetzt mach wie du meinst, ist egal. Banane, rechter Fuß. Und wir gehen zum nächsten Obst. Genau. Linker Fuß, vergiss nicht, immer zum Bauch zurückziehen. In Richtung Bauch. Da schmeckt es lecker im Bauch. Genau, da muss der Ball hin. So. Jawohl, Ball ziehen, Fuß weg, 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 weg. Gut. Und rein in die Ecke. Ey, no, no, no. Sind also voll über den Haufen geschossen. Das ist ja eh schon zu dünn. Ab in die Ecken. So. Blaubeere und in den Bauch. Das finde ich ganz gut eigentlich.
wir holen uns die Blaubeere und zum Bauch ziehen. Ja, genau. Und in den Bauch rein. Jawohl. Rechtes Bein in den Bauch, ja, aber ein bisschen daneben. Mehr zum Bauch noch. So, links ziehen, rechte Fuß schnell wegziehen, wegziehen, wegziehen. Gut. Super. Wunderbar. Den hat er nicht gehalten. Noch zwei Runden. Ja, so ist gut. Rechtes Bein ziehen. Erdbeere, Fuß immer zum Bauch. Rechtes Bein zum Bauch. Und weiter geht's. Hände waschen. Ziehen. Fuß weg, weg, weg. Gut. Ab in die Ecke. Sehr schön, kurz weg. Letzte Runde. Ja. Ja. Linkes Bein. Richtig. Zum Bauch ziehen. Kiwi noch. Vor kurzem auch noch. Richtig ein bisschen ziehen. Rechtes Bein weg. Ja, weg, 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 weg. Gut. 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 Lass mich mal schnell hin. Tja, erste Runde hast du super gemacht. Du hast es jetzt eh schon eigentlich echt gut vorgemacht. Ja, wir versuchen da jetzt einen Beinwechsel oder einen Fußwechsel drin zu haben. Heißt, es bleibt alles gleich. Blaubeere verspeisen wir mit. Links. Links, okay. Wir ziehen den Ball auch Richtung Bauch wieder. Aber die erste Berührung, ist natürlich nicht der Bauch, okay, sondern die erste Berührung ist jetzt immer mit dem anderen Bein. Okay? Du isst mit dem einen und nach dem Bauch gehst du mit dem anderen Bein weiter. Okay? Ziehen Bauch, anderes Bein weiter. Und jetzt bist du eh schon auf dem richtigen Fuß. Jetzt gehst du schon zum nächsten Obst. Okay? Banane, ziehen Richtung Bauch, anderer Fuß weiter. So. Erdbeere, ziehen Richtung Bauch, anderer Fuß weiter. Okay? Eine Kiwi noch, ziehen Richtung Bauch, anderer Fuß weiter. Das bleibt gleich. Du kannst jetzt mal versuchen, ohne anzuhalten, Waschbecken sofort ziehen. Okay? Ab in die Ecke. Der kriegt es aber heute am Tag. Ja. So. Wir machen wieder vier Drücken. Wir fangen ruhig erst langsam an. Chris. Okay. So, erstes Obst. Links wie immer, Bauch, anderer Fuß. Banane, Bauch, anderer Fuß. Erdbeere, Bauch, anderer Fuß. Kiwi, Bauch, anderer Fuß. Zieh. Oh, ohne anhalten. Sehr schön. Hey, no, 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 no. Das gibt's ja nicht. Ich glaube, dem setzen wir nächstes Mal einen Helm auf. Zieh. Bauch, anderer Fuß. Banane, anderer Fuß. Super. Wenn der Ball zu schnell ist, geh einen Schritt zurück, so wie es der Chris macht. Ja. Und mit dem anderen Fuß weiter. Hände waschen. Super. Noch zweimal. Ziehen Bauch. Ziehen Bauch. Ziehen Bauch. Sehr schön. Jawohl. Letzte Runde. Darf schon ein bisschen schneller werden. Oh, Vorsicht auf die Wand. Ohne Wand, ohne Wand. Nochmal. Banane verputzen. Jawohl. Immer schön zum Bauch ziehen. Ein bisschen zurück, wenn der Ball zu schnell ist. Jawohl. Gut. Genau in die lange Ecke. Sind wir durch? Komm, okay. Ich glaube schon, ja. Ja, okay. So, nächste Runde. Eigentlich muss ich gar nicht mehr vormachen. Du weißt, wie es geht. Challenge wieder. Du gegen den Chris. Okay, wir machen wieder drei Tore. Da brauchen wir jetzt den Torwart nicht. Weil den schießen wir im Handy nur komplett über den Haufen dann. Jedes Obst verputzen. Denk dran. Fuß, Bauch, anderer Fuß weiter. Okay? Hände waschen sauber. Und einfach irgendwo ins Tor schießen. Okay. Wer als erstes drei Treffer hat wieder. So. Bereit? Ja. Auf die Plätze, fertig, los. Pflaume, Bauch, anderer Fuß. Banane, Bauch, anderer Fuß. Jawohl.
Obst, Bauch, anderer Fuß. Und wieder Obst, Bauch, anderer Fuß. Versuch das Obst zu berühren. Sofort Hände waschen. Boom. Treffer Nummer 1. Oh, du bist richtig schnell unterwegs. Der Ball ist stecken geblieben. Oh! Aber hat Zeit gekostet. Jetzt hast du aufgeholt, mit Sicherheit. Lass dir den Vorsprung nicht mehr nehmen. Lass ihn dir nicht mehr nehmen. Den schlägst du locker den Chris. Zieh den Bauch nicht vergessen. Ein bisschen zurückspringen. Jawohl, wenn der Ball zu schnell ist. Sehr schön, Nummer 2, letzter, komm, letzte Runde. Nochmal alle vier Obst. Oh, nochmal, bitte. War nicht sauber, jawohl. Links ziehen, rechts weiter und noch einmal rechts ziehen, links weiter geht's. Sofort die Sohlenwende. Sehr schön. Und finito. Ich glaube, du hast sie diesmal gepackt, vor allem bei der Ball der Stelle. Gut, wir nehmen die andere Seite noch her. Heißt, schieb das Tor ruhig noch ein bisschen, wenn du, je nachdem wie viel Platz du hast oder brauchst, wir haben jetzt nicht so viel Platz, dass man uns noch sieht. Jetzt machen wir es so, genau, weil hier brauchen wir eigentlich keinen. Schieben wir es rüber. Teilen wir es ein bisschen anders auf. Ja, weiß nicht, wo man das da ist. Machen wir es noch weiter rüber. Hier, ja, so, genau, so ist gut. Schafft man trotzdem. So, wir fangen mit der Blaubeere an. Das erste Hütchen war, haben wir gesagt, am linken Fuß. Genau. Jetzt ist es wieder näher zum Tor. Siehst du es? Wir fangen mit der Banane an, wieder näher zum Tor und hier Richtung Wand, die Pflaume. Die Erdbeere wieder Richtung Tor, okay? Und die Kiwi Richtung Wand. So. Nächste Runde. Jetzt wird es echt schwer. Vor allem für deine großen Füße. Wir gehen noch ein bisschen. Komm, wir brauchen ein bisschen mehr Platz jetzt. Wir tun das Obst noch ein bisschen auseinander. Wir brauchen wirklich mehr Platz. Also das Schwerste kommt jetzt zum Schluss. Jetzt geht es richtig ab. Gut. Ich bin Rechtsfüßer. Du darfst es jetzt auch ausnahmsweise gleich vormachen in Zeitlupe als Linksfüßer. Okay. Ich mache es jetzt mal für alle Rechtsfüßer. Also wenn dein Lieblingsfuß rechts ist. So. Du gehst zur Banane hin, das bleibt. Okay? Schaust die Banane auch an, ziehst den Ball Richtung Bauch, nur jetzt kommen wir hier nicht lang. Okay? Jetzt spielst du den Ball hinter dem Fuß vorbei. So. Wenn du lange Füße hast, dann kannst du den ein bisschen nach vorne schieben und hinter dem Fuß vorbei. Du machst alles mit deinem Lieblingsfuß. Alles. Okay? Jedes Obst verputzt du mit deinem Lieblingsfuß. So. Wieder Lieblingsfuß. Blaubeere. In den Bauch ziehen, das bleibt immer. Immer wenn du isst, wenn du ein Obst verputzt, ziehst du es in den Bauch rein, okay? In den Bauch ziehen und zur Erdbeere. So, wieder Lieblingsfuß, denk dran. In den Bauch ziehen. Wir müssen hier vorbeikommen, okay? Das war ein bisschen schwach von mir. Hintenrum vorbei. So, in die Kiwi, okay? Lieblingsfuß, nicht vergessen. Bauch und nach vorne. Alles mit dem Lieblingsfuß. Hier jetzt bitte mit dem rechten Fuß, okay? Wir haben vorher alle mit links gemacht, oder? War richtig. Bin ich richtig? Ja. Rechter Fuß wäscht. Tja, so. Zieht den Ball, okay, in den Bauch rein und schiebt den linken Fuß schnell weg noch. Okay? Tja, rechter Fuß in den Bauch rein, den linken Fuß schnell noch wegziehen und Schuss mit links. Ich mache das noch einmal schnell. Okay. Du darfst es dann gleich in Zeitlupe noch mit. So, Banane. Denk dran, Rechtsfuß hinterm Fuß. Das ist nur für die Rechtsfüße. Die Linksfüße warten noch kurz. Chris kommt gleich. So. Rechter Fuß ziehen hinterm Fuß vorbei. Rechter Fuß ziehen zum nächsten Fuß. Ziehen hinterm Fuß. Die Kiwi nochmal ziehen vorne rum. Es ist richtig schwer heute zum Schluss. Aber ich bin mir sicher, du packst es. Nimm einfach deinen Lieblingsfuß, mach alles damit. Ziehen auch noch mit rechts bitte. Für die Rechte ist es ja der Lieblingsfuß. Schuss mit links. So, gut, Chris, für die Linksfüße. Stell mal dein linkes Bein auf den Ball. Jetzt zieh mit links in den Bauch rein und spiel den Ball zum Blaubeere vor, okay. Zum Pflaumen. Also zieh in den Bauch rein und jetzt auch mit links vorspielen. Genau, so ist gut. So, jetzt stell dich so ein bisschen hin. Schräg, genau. So, jetzt ziehst du den Ball hinter. Jawohl, bei der Blaubeere hinten vorbei. Nur die Linksfüße aufpassen. Die Rechtsfüße schaut einfach weg.
Es ist halt schwer, ich weiß. Aber die Rechtsfüße wegschauen, nur die Linksfüße. Rechtsfüße können nochmal zurückspülen. Spülen. Beim Waschbecken. Ja, nochmal hinterm Fuß vorbei. Waschbecken, das müssen alle mit rechts machen. Zieh den Ball in den Bauch rein und den linken schnell weg. Weg, 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 weg. Gut, und Schuss mit links. Sehr schön. So, Zeitlupe passt schon. Wir haben es jetzt für beide gemacht. Ich weiß, dass das jetzt schwer war. Spul, wenn du dir nicht ganz sicher bist, spul nochmal zurück, auch die Rechtsfüße. Eine Minute, zwei Minuten zurückspülen. Spülen. Spülen tun wir hier, die Hände. Und schau es dir nochmal an. So, Chris, wir machen es jetzt. Premiere Trainer macht auch mit. Wir machen es immer abwechselnd. Einmal du, einmal ich. Okay? Soll ich dann mit links? Du machst mit links für alle Linksfüße. Ich fange nicht an, oder? Wieder für die Rechtsfüße. Ja. So, wenn du Rechtsfüßer bist, schaust du nur auf mich. Wenn du Linksfüßer bist, schaust du nur auf den Chris. Cool. So, es geht mit der Banane los. Wir verputzen sie, ziehen in den Bauch rein, hinten hoch. Okay? Blaubeere. Ziehen zur Erdbeere hinspielen. Alles mit dem Lieblingsfuß. Der linke Fuß berührt den Ball nie. Der linke darf jetzt nicht. Nochmal ziehen, in den Bauch rein, vorspielen. So, Sohlenwende, in den Bauch rein, aber jetzt Fuß wegziehen. Rollen, 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 rollen. Schuss mit links. Und du darfst sofort. Rechtsfüßer, kurze Pause, wegschauen. Wegschauen. Und die Linksfüßer. Jawohl. Hinter Fuß nochmal vorbei. Rechter Fuß wäscht. Und darfst gleich zu dir gehen. So, alle Rechtsfüße wieder. Banane. In den Bauch. Hinterfuß aber vorbei. Blaubeere in den Bauch. Einfach nach vorne gehen, okay? Erdbeere in den Bauch. Hinterfuß vorbei. Kiwi in den Bauch. Vorne spielen. So, Hände waschen. Wegziehen. Und Schuss mit links. Du nochmal. Hinterfuß, genau, die Erdbeere normal und die Kiwi hinterm Fuß bei den Linksfüßen. Rechter Fuß wäscht, Schuss mit links. Sehr schön. Wollen wir mal gegeneinander antreten, wer schneller ist? Ja. Okay. Du darfst auch mitmachen. Wir machen es im Erwachsenenmodus. Okay? Okay. Also wir sind jetzt wieder erwachsen, auch der Chris ist jetzt erwachsen, auch wenn er nicht so ausschaut. Okay, wir sind jetzt beide erwachsen. Du versuchst es einfach selber so schnell wie möglich zu machen. Vielleicht holst du sogar Erwachsene an. Also heute ist echt, die letzte Übung ist richtig, richtig schwer. Du musst sogar noch gegen Erwachsene antreten. Wir versuchen das jetzt mal. Sobald ich das erste Obst verputzt habe, wobei, wenn ich es berühre, zählst du eins los einfach, okay? Du zählst eins, zwei und so weiter. So. Okay. Hey, du zählst ja gar nicht. Ach so, irgendwie laut zählen. Komm, ja, so, dass man dich auch ein bisschen sieht. Du versteckst dich ja. Das gibt's ja. Ja, da hältst du es gut. So ist gut. Okay. Du kannst auch auf die Plätze machen. Mach ruhig ein Startsignal. Mach was und dann zählst du. Auf die Plätze, fertig und los. Eins, zwei, drei, 4, 5, 6, 7. Gut. Du bist so schnell. Das hat vor allem auch sehr schön ausgeschaut. Das war richtig schön. Wie lange hast du gebraucht? Jetzt versuchst du den Chris zu schlagen, okay? Auf die... Ein bisschen, ich war auch ein bisschen hinten. So. Ja, ich weiß gut. So, die Linksfüße schauen auf den Chris. Auf die Plätze, fertig, los! Jawohl! Obst essen, du Schummler! Zählst du ja auch gar nicht. Wir müssen nochmal von vorne machen, tut mir leid. Achso, ich habe gar nicht gezählt. Ich bin wieder Trainer. So, jetzt bin ich Schiri im Ziel. Bitte das Obst essen und nicht daneben. Magst du keine Pflaumen? Nein, geht. Geht. Okay. So, auf die Plätze, fertig, los! Eins, zwei, drei, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,5, 10,
Na gut. Na gut. Okay. Schau mal. Ich glaube, ich war deutlich schneller als du. Ja, das hatten wir auch schon gesehen. Da hätten wir gar nicht zählen müssen. Letzter Wettkampf. Du darfst auch nochmal mitmachen. Gegen den Chris antreten. Nimm deinen Lieblingsfuß. Okay, denk dran. Banane geht los mit Hinternfuß. Okay, ich mach's noch einmal. Zack, zack. Zack, zack. Und wie ist es für den Rechtsfüßer? Weißt du auch? Hinterfuß oder vorne? Ja, vor dem Fuß. Vor, genau. In den Bauch rein. Zack. Und Schuss. So, die Linksfüßer. Ich glaube, die haben dich oft genug gesehen. Ja. Die checken wir jetzt schon, oder? Locker. Letzte Runde. Wir machen wieder den 3-Tore-Wettkampf. Wer zuerst 3 Tore hat, okay? Nimm deinen Lieblingsfuß. Der Chris nimmt seinen Lieblingsfuß. Wer zuerst 3 Tore hat. Auf die Plätze, fertig und los. Auf geht's. Letzter Wettkampf. Schnell, 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 schnell. Isst das Obst auf. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jawohl, jetzt hast du es. In den Bauch ziehen. Gut, zieh in den Bauch. Und hinten vorbei. Jawohl. Rechts ziehen. Links rein damit. Nummer 1 haben wir schon. Ja. Geh ruhig auf Zehenspitzen, Chris. Immer auf Zehenspitzen, so ist gut. Nummer 2. Letzte Runde, letzte Runde, komm. Noch viermal Obst. Alles mit dem starken Fuß. Starker Fuß, starker Fuß, starker Fuß, ja. Rein ins Waschbecken, waschen, 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 waschen. Und rein damit. Finito. War richtig schnell wieder. War richtig schnell. Gut. Das war's auch schon wieder für heute. Wir haben einfach angefangen mit dem Obst. Es wurde dann immer schwerer. Zum Schluss war es richtig krass. Wenn du es noch nicht ganz hinbekommen hast, macht überhaupt nichts. Auch wenn du noch ein bisschen jünger bist und es zum ersten Mal probiert hast, schau es dir einfach nochmal an. Vor allem die letzte Runde mit nur einem Fuß. Es war dann schon hinter dem Fuß vorbei und so weiter. Du hast es sehr gut gemacht. Du zu Hause mit Sicherheit auch. Ansonsten immer wieder üben, ja. Und dann haben wir es. Gut, was haben wir noch gemacht? Regale einräumen, das ging ohne Probleme und richtig schnell. Bei dir zu Hause sicherlich auch, das weiß ich. Und die letzte, wie gesagt, einfach nochmal anschauen. Und dann kriegst du das auch mit dem Obst verputzen. Gut, in diesem Sinne, verputzt euer Obst wirklich. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.